Professor Richter, wie sieht denn jetzt ein Musterarbeitsvertrag aus, wenn wir eine Zeitbefristung haben? Die mit Sachgrundbefristung haben Sie uns schon gezeigt. Gibt es da jetzt große Unterschiede? Wir haben auch wieder vier Klauseln. Schauen Sie sich das mal an, ich habe Ihnen ein Muster vorbereitet. Also, auf geht's. Ja, die Vertragsgestaltung ist immer wieder ein Problem, denn wenn Sie dort irgendeinen Formalfehler machen, dann ist das Ding ein unbefristeter Arbeitsvertrag, lieber Arbeitgeber. Das wollen Sie ja nicht. Also Arbeitgeber A möchte nun einen Arbeitsvertrag für befristet beschäftigte Arbeitnehmer nach der zweiten Alternative des 14 TZBFG ausarbeiten. Er hat die Frage, muss der Arbeitsvertrag ausdrücklich den Absatz 2 nennen? Gibt es zusätzliche Regelungen, die in dem Vertrag drin sein sollten? Wir gucken uns das Muster jetzt mal an. Also ratsam ist es natürlich, den Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag bestätigen zu lassen, dass er noch nie im Unternehmen war. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er sozusagen diese Vorab-Beschäftigungsverbot ist. Lügt er auf diese rechtlich zulässige Frage, ist eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung eben möglich. Und dann wären sie darüber vielleicht wieder möglich, ne? Wieder los. Also diese zwei Tipps auf alle Fälle gebe ich Ihnen. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Erstens, im Arbeitsvertrag, ich habe mal drüber geschrieben, mit Neueingestellten ohne sachlichen Grund nach 14 Absatz 2. Und der ist eher aus Arbeitgebersicht formuliert. Das ist jetzt einfach mal klar. Aus Arbeitnehmersicht wollen Sie natürlich einen unbefristeten Vertrag. Erstens, wo haben wir das Erste? Sie werden hier befristet eingestellt und zwar bis zu einem bestimmten Tag. Enddatum muss drin sein, erste Klausel. Zweite Klausel. Nach ausdrücklicher Befragung des Arbeitnehmers hat dieser versichert, dass ein vorhergehendes Arbeitsverhältnis nicht bestand. Das wissen Sie ja manchmal sogar gar nicht, wenn er vor 30 Jahren was gehabt hat. Hiermit müssen Sie sich absichern. Das Verschweigen früher Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber kann zur Anfechtung des Vertrages berechtigen. Ich muss so ein bisschen kann schreiben, weil wir haben noch nicht so viele Urteile dazu. Nach Ablauf der Befristung verlängert sich das nur auf unbestimmte Zeit, wenn das wirklich vereinbart worden ist. Einer Fortsetzung wird ausdrücklich hiermit widersprochen. Und dann würde ich Ihnen als vierte Klausel wirklich dort noch empfehlen, dass Sie unten den Arbeitgeber, also den Bewerber nochmal belehren. Denn es gibt schon Gerichte, die sagen, ja, hier Sorgfaltspflicht, man muss den Arbeitnehmer, ist man zwar nicht ein Anwalt des Arbeitnehmers bei der Bewerbung, aber schreiben Sie es einfach rein. Diese Befristung kann bis zu dreimal verlängert werden. Jedoch darf die Gesamtdauer sämtlicher Befristungen 24 Monate überschreiten. Eine Befristung bis zur Gesamtdauer von 24 Monaten ist nicht zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei demselben zuvor, also Arbeitgeber zuvor in einem befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis gestanden hat. Schreiben Sie das ruhig nochmal hin, dann weiß der Arbeitnehmer nämlich auch Bescheid, worum es hier geht. Und dann könnten Sie eventuell dann später auch sagen, du hast es gewusst und du hast gelogen, du wusstest das. Dann können wir später versuchen anzufechten und werden dann den unbefristet, also der sozusagen eine Entfristungsklage erhebt. Der Arbeitnehmer sagt, ja, das ist ja hier alles nicht formgültig passiert und so. Ich war ja vorher schon mal beschäftigt. Kann man dann versuchen anzufechten, weil er hat hier einfach eine Sache verschwiegen, die für den Arbeitgeber einen rechtlichen Nachteil hat. Genau, also das war mir nochmal ganz wichtig, dass wir diese vier Klauseln drin haben. Also das Ende immer reinschreiben von bis, dann reinschreiben, dass er keine Vorabbeschäftigung hatte, dann widersprechen, dass er sozusagen kein unbefristeter Arbeitsvertrag entsteht, wenn er jetzt weiter beschäftigt ist. Und viertens natürlich, dass wir hier die Gesamtdauer, also nochmal komplett ihn informieren, wie das Ganze ist. Man kann natürlich noch weiterhin auch bei diesem befristeten Arbeitsvertrag, das wäre sozusagen noch eine fünfte Möglichkeit, aber da wird es wirklich ganz böse arbeitgeberfreundlich, noch eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit vor Befristungsende auch noch vereinbaren. Oh, jetzt fühle ich mich aber schlecht, aber Sie haben ja auch den arbeitnehmerfreundlichen Arbeitsvertrag von mir schon ein Video bekommen. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Es geht weiter mit noch weiteren Befristungsalternativen. Bleiben Sie dran.